Als erstes von den Instrumenten haben wir das Schlagzeug aufgenommen, weil es das Fundament für die Songs und die ganzen anderen Instrumente legt. Mir war es unglaublich wichtig, die Drums in einem guten Studio aufzunehmen und die Tresorfabrik in Duisburg wurde mir schon von vielen Musikern empfohlen, also habe ich mich dafür entschieden. Die erste Aufgabe des Tages war es, alles aufzubauen und einzurichten und bei einem Schlagzeug kann das schon mal eine ganze Weile dauern. Guten Morgen, wir sind heute in der Tresorfabrik in Duisburg und nehmen 2-3 Tage Drums auf. Wir haben schon, also Joel hat schon die Drums aufgebaut und jetzt geht's ans Mikrofonieren und die ganzen Sachen vorbereiten. Dann haben wir Soundcheck und dann fangen wir mit den ersten Songs an. Ich bin sehr gespannt. Bisher war das Projektalbum so ziemlich weit weg. Also auch wenn wir die Band proben hatten, war es sehr surreal. Und jetzt, wo wir in dem Studio sind und hier stehen und das alles vorbereiten, wirkt es doch sehr näher, als es dann irgendwie vorher war, wenn das irgendeinen Sinn für euch ergibt. Nach dem Aufbauen ging es dann ans Aufnehmen. Wir hatten Schmutzspuren vorbereitet. Schmutzspuren waren in dem Fall nur eine Gitarren- und eine Gesangsspur, die nicht perfekt klangen und später auch gar nicht auf der Aufnahme, also auf dem fertigen Album, zu hören sein werden. Diese Schmutzspuren dienen hauptsächlich der Orientierung für die Instrumentalisten. Außerdem konnten wir ein paar Spuren von einer Vorproduktion verwenden, was die Aufnahme an manchen Stellen nochmal einfacher gemacht hat, weil man dann nicht nur die Schmutzspur hatte, sondern zum Beispiel auch schon eine E-Gitarrenspur oder eine Bassspur. So, Update Nummer 1. Song Nummer 1 ist im Kasten. Was sagst du, Joel? Läuft. Ja, da werden jetzt noch die letzten Sachen geregelt, organisiert, gespeichert und falls ihr irgendwann mal was aufnehmen solltet, Kaufrüchchen sind übrigens das absolut Schlimmste, was man da hin tun kann, weil es das Beste ist und so schnell weggeht. Aber eine Thunderbolt. Ja. Das ist dir dann natürlich auch ganz geil. Hast du noch was drin? Toll. Ja, das ist wie eine Insel. Geil, Kaufrüchtchen! Kommt das gut aus Video? Ja. Oh, scheiße. Hallo, Ma. Das nehmen, das ist eigentlich ganz cool, oder? Ja, direkt verkackt. Scheiße. Warte mal. Bewegungen sind das jetzt? Es kommt ins Make-up. In dem Film waren auch viele 32 drin. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt da 32 einbauen würde. Ich glaube, das würde ich gar nicht machen an deiner Stelle. Das ist genau das Thema, über das wir in der Probe gesprochen haben, dass weniger einfach manchmal echt mehr ist, dass es zu aufgeregt wirkt und deswegen nicht mehr ganz so klar ist. Also 3 Takte und bei der 4. schon das richtige Tempo. Mhm. Also quasi. Der Ring fällt auf mein Dach. Ja, das ist gut, oder? So wäre das dann, ne? Ja. Das heißt, ab hier geht's los. Ja.
Mir ist der Stock weggeflogen. Sorry. Ja, ich muss hier schon sitzen. Okay. Mein Müll erstmal hier wegbringen. Das war die Stelle, wo ich das drauf kam. So, es ist Tag Nummer 2 und wir sind inzwischen bei Song Nummer 6, glaube ich. Und ich muss sagen, ich habe im Gefühl, dass dies mein Lieblingssong von dem ganzen Album sein wird. Obwohl das schwierig ist, das zu sagen, weil wir jetzt noch nicht mal alle Drums aufgenommen haben. Also ich kann es schwer beurteilen, aber ich habe richtig Bock, diesen Song zu hören, wenn er fertig ist. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also warte ich jetzt nur noch auf Joelle. Von vorne wieder. Geil. Hammer, oder? Geil! Was für eine coole Idee! Wir sind inzwischen bei Tag 3 angekommen. Julian ist an seinem Arbeitsplatz, Joelle ist schon da hinten. Und wir haben uns gerade alle Songs, die wir schon aufgenommen haben, angehört, durchgehört, ob man da noch was ändern muss. Und wir haben nur einen Song, der eigentlich nochmal eingespielt werden sollte. Daran machen wir uns und dann sind wir mit den Drums auch schon fertig. Es waren 3 super anstrengende, aber auch produktive Tage und mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Aber die Tage im Studio mit den Drums waren natürlich erst die ersten Aufnahmetage und somit auch erst der Anfang. Hallo, rein mit dir. Meinst du, ich passe da rein? Sicher. Warte. So, einmal bitte raus. So, ab in den Frachter und ab. Guten Tag. Ey, wenn man das perfektionieren würde, da könnte man sich so gut voll irgendwo reinschmuggeln. Voll gut, oder billig Flieger, ne? Wobei wir nur ein bisschen kalt, glaube ich. Ja, sehr kalt. Packst, schmeiß ich eine Decke mit rein? Ja, so ein paar Wärme jedenfalls. Irgendwie so, ne? Nimmst du dir ein paar Taschenwärme mit rein? Dann passt das. Kommst du wieder raus? Roll dich einfach wieder raus. Viel Spaß, wenn man sowas haben kann. Ja.